Ja? Guten Abend. Na? Geht's gut? Gesund? Haben Sie Arbeit? Gut. Ja, ich auch. Das ist ganz schön. Was machen wir? Langeweile wäre mal was. Hm? Gibt so wenig. Eine wahnsinnige Panik vor Langeweile herrscht. Gibt ja keine Tabus mehr, ne? Aber Langeweile ist echt noch ein Tabu, glaube ich. Horror Vacui. Eine Gesellschaft, die Angst hat vor der Langeweile. Ist die überhaupt noch demokratiefähig? Ich meine jetzt nicht diese Langeweile, wo man sagt, oh, das ist fad, das ist ja voll der langweilige Film oder so. Nee, so Langeweile halt. So, wo nichts ist. Und niemand findet das bedrohlich oder schlimm oder so oder blöd. Ohne dass man es auch ironisch überhöht oder sonst wie irgendwie metaphysisch auflädt, sondern einfach so. Als wäre es nichts. Man kann die auch hörbar machen, dann durch Klänge oder so. Ne? Und man wird fröhlich dabei eigentlich. Ne? Ist eigentlich nichts dabei. Test. Ah, jetzt geht's. Da geht wieder gar nichts. Ich hasse Dinge, die nicht funktionieren. Wie unsere Regierung zum Beispiel. Ich hoffe, dass wenigstens der Ton hier bei Desktop Audio ging. Ja, ich... Das ist hart, ne? So habe ich Hagen Rether in Erinnerung. Ihr müsst euch vorstellen, meine Erz-Pseudo-Linke Noch-Ehefrau ist damals mit mir nach Neunkirchen in die Gebläsehalle. Weil ich Hagen Rether so abgefeiert habe. Und sie hat das ein oder zwei Stunden lang ertragen. Da hat er zwischendurch auch noch den Spiegel vorgehalten und sie als Spiegelleserin, das muss ja in ihr gekocht haben. Das hat bestimmt 10 Jahre gebraucht, bis ich das verstanden habe, warum sie dann in der Pause gehen wollte. Ich dachte wirklich, ja, Markus, komm, du musst morgen arbeiten, komm, wir gehen, du musst ja auch noch schlafen. Aber heute weiß ich, dass sie das einfach nicht ertragen konnte.
Hagen Reta zuzuhören. Ich sehe jetzt auch am Hintergrund, also meine noch Frau hat mich rausgeschmissen. Ja, diese F***, die mich in die Corona-Impfung getrieben hat. Ja, ich weiß, wie du zu der Impfung stehst. Wenn du es nicht für dich machst, dann mach es doch für mich, für unsere Familie, für die Ehe. Ja. Ein Scheißdreck zum Nachhinein. Ich leide unter dieser Impfung. Meine Beine geben regelmäßig nach. Ich schlafe auf der Stelle ein, aber... Meine Ehe hat's nicht gerettet, oder? Ich habe einen Tanzkurs gemacht, weil sie gesagt hat, komm, mach einen Tanzkurs zur Rettung deiner Ehe. Und jetzt hocke ich hier in diesem Scheißkeller und denk mir so, oh, komm. Die Spaltung, die geht auch quer durch die Ehe. Quer durch die Familie. Quer durch die Liebe. Quer durch die Gesellschaft. Dieses Pseudo-Linke und dieses rechtstendenziöse Böse, das geht mir so auf den Sack. Ich beobachte die Scheiße seit, ja... Seit 2001, 2002 aktiv. Seit 2006 habe ich mich da mit Leuten unterhalten. Seit 2008 habe ich selber Videos gemacht, habe selber versucht, den Leuten zu erklären, wie meine Sicht auf die Dinge ist. Habe erklärt, Leute. Das muss nicht stimmen, aber darüber muss man doch reden können. Und dann ist so ein wie Manfred Mann, der Freeman, der alles Rauch und Schall auf mich losgegangen hat, hat gesagt, diese No-Plane-Extremisten, die spalten die Wahrheitsbewegung. Und ich habe gesagt, ja, Moment mal. Du hast doch selber geschrieben, im Pentagon und in Pennsylvania sind nie im Leben Flugzeuge eingeschlagen. Und jetzt sagst du mir, ich sei ein No-Plane-Extremist. Was ist das denn für eine Scheiße? Und dann schreiben mir Leute, du bist von der CIA bezahlt, um die Wahrheitsbewegung zu spalten. Und dann kam 2014 der Umsturz und ich habe gesagt, Leute, guckt euch an, wie die NATO sich gegen Russland wendet und uns in einen neuen Krieg treibt. Und die Leute haben geschrieben, du bist ein vom Kreml bezahlter Desinformant. Ja, ihr müsst euch schon entscheiden, bin ich jetzt von der CIA bezahlt oder vom Kreml, weil beides geht nicht. Das ist so absurd. Und ich habe es mich erdreistet, aus der ganzen Debatte rauszugehen. Und zu versuchen, die Scheiße von oben zu betrachten. Und ich habe gemerkt, es gibt eine extremistische Mitte aus CDU, CSU, SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen. Das ist eine extremistische Mitte. Und die Liberalen sind die Linken. Und die Konservativen, das sind die Rechten.
Okay, vergesst, was ich euch gezeigt habe in meinem Video sachlich argumentiert mal über Demokratie reden. Das war ja nur ein Serviervorschlag, das habe ich damals auch gesagt. Wie man das Bild von rechts und links einordnen könnte, auf Basis der Sicht in den 30ern von KPD und NSDAP. Aber das trifft heutzutage nicht mehr zu. Mein Wunsch wäre es, wenn die Opposition aus rechts und links oder aus eurer Sicht aus rechts und links, aus rechts und rings, aus rechts und rings sich endlich mal auf ihre Gemeinsamkeiten einigen würde, ihre Differenzen ausdiskutieren würde und sich gemeinsam gegen die Einheitspartei stellen würde. Viel Spaß mit dem folgenden Video. Der Verfassungsschutzbericht 2023, Deutschlands jährlicher Bericht zum Schutz der Verfassung, offenbart einen Staat, der sich zunehmend darauf konzentriert, abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen, insbesondere Kritik an seiner Kriegspolitik. Dieser Bericht signalisiert eine gefährliche Eskalation bei der Kriminalisierung linker und anderer oppositioneller Parteien und Gruppen wie BSW, SGP und AfD. Friedlicher Protest wird als Bedrohung umgedeutet und legitimer politischer Dissens mit Extremismus gleichgesetzt. Die Bundesregierung nutzt den Krieg in der Ukraine, um gegen Oppositionelle vorzugehen. Dies schafft einen gefährlichen Präzedenzfall, der angefochten werden muss. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Staat unter dem Deckmantel der Sicherheit abweichende Meinungen zum Schweigen bringt. Der Verfassungsschutzbericht ist eine Warnung, dass unsere demokratischen Rechte angegriffen werden. Wir müssen uns diesem Angriff auf unsere Freiheiten widersetzen. Wir müssen unser Recht verteidigen, uns gegen Krieg und Militarismus auszusprechen. Unsere demokratischen Rechte hängen davon ab. Zu den im Verfassungsschutzbericht genannten Zielgruppen gehört die International Youth and Students for Social Equality, kurz EYSSE. Die EYSSE, eine sozialistische Organisation, die sich für Frieden und soziale Gerechtigkeit einsetzt, stellt keine Bedrohung für das deutsche Grundgesetz dar. Dennoch hat der Verfassungsschutz die EYSSE ohne glaubwürdige Beweise als extremistisch eingestuft. Diese Einstufung beruht auf der Gegnerschaft der EYSSE zum Krieg und ihrer Kritik am Kapitalismus. Die Positionen der EYSSE sind gut begründet und werden von Millionen Menschen weltweit geteilt. Der Versuch, die EYSSE als extremistisch zu brandmarken, ist ein durchschaubarer Versuch, abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen. Indem sie die EYSSE ins Visier nimmt, sendet die Bundesregierung eine klare Botschaft: Opposition gegen den Krieg wird nicht toleriert. Dies ist eine gefährliche Entwicklung, die es zu bekämpfen gilt. Die EYSSE ist eine Stimme für Frieden und soziale Gerechtigkeit. Wir müssen uns mit der EYSSE solidarisieren und ihr Recht verteidigen, sich zu organisieren und ihre Ansichten frei zu äußern. Auch die Regierungsopposition AfD sowie neutrale Personen wie Journalisten und Politiker werden vom Verfassungsschutz als Bedrohungen eingestuft. Die EYSSE kämpft seit langem für soziale Gerechtigkeit und Frieden und stellt sich konsequent gegen Militarismus und Krieg. Sie hat Versammlungen, Vorträge und Demonstrationen organisiert, um auf die Gefahren des Krieges und die Notwendigkeit internationaler Solidarität aufmerksam zu machen. Die EYSSE ist besonders an den Universitäten aktiv und stellt sich dem Einfluss von transatlantischen Thinktanks und Militärrekrutierern entgegen.
Sie hat sich auch lautstark gegen die Ökonomisierung der Bildung und die steigenden Studiengebühren ausgesprochen. Der Aktivismus der IUSSC ist im Internationalismus, im Sozialismus und in der Gleichheit verwurzelt. Ihr Engagement für diese Prinzipien hat sie zur Zielscheibe des deutschen Staates gemacht. Der Versuch des Verfassungsschutzes, die Iinuise zum Schweigen zu bringen, ist ein Angriff auf das Recht junger Menschen, sich zu organisieren und für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Die Geschichte der Ifuyuise deckt sich mit der Geschichte der jungen Alternative, die ebenfalls vom Verfassungsschutz ohne stichhaltige Begründung als verfassungsfeindlich eingestuft wird. Wir dürfen nie aufhören, Autorität in Frage zu stellen und für eine gerechtere und friedlichere Welt zu kämpfen. Die Einstufung der IUSSC als extremistisch durch den deutschen Staat ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Kriminalisierung linker und rechter Opposition sowie Antikriegsproteste. Gesetze werden zunehmend dazu benutzt, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit einzuschränken, mit erweiterten Polizeibefugnissen und allgegenwärtiger Überwachung. Ziel ist es, ein Klima der Angst und Einschüchterung zu schaffen, das von Widerspruch abhält. Die Botschaft ist klar: Wer aus der Reihe tanzt, muss mit Konsequenzen rechnen. Diese Aushöhlung der demokratischen Rechte ist ein schleichender Weg in den Autoritarismus. Die Bundesregierung rechtfertigt ihr Vorgehen mit dem Schutz der Demokratie und der nationalen Sicherheit. Doch ihr Handeln offenbart eine Missachtung der Prinzipien, die sie angeblich hochhält. Wahre Sicherheit entsteht, indem man die Ursachen von Konflikten bekämpft und nicht, indem man abweichende Meinungen zum Schweigen bringt. Wir müssen uns diesem gefährlichen Trend widersetzen und unser Recht auf freie Meinungsäußerung verteidigen. Wir müssen unsere Regierungen an den Prinzipien der Demokratie und der Menschenrechte messen. Das harte Durchgreifen gegen Antikriegsstimmung in Deutschland ist mit dem Kriegskurs der NATO verbunden. Während die NATO die Militärausgaben erhöht und ihre Präsenz an den Grenzen Russlands ausbaut, fordert sie absolute Gefolgschaft von den Mitgliedstaaten. Jede abweichende Meinung wird als Bedrohung für die Kriegsanstrengungen angesehen. Das ist die Botschaft der Bundesregierung und ihrer Verbündeten. Aber Dissens ist wichtig, besonders in Kriegszeiten. Wir müssen die militaristische Politik der NATO in Frage stellen und die Lügen entlarven, mit denen der Krieg gerechtfertigt wird. Wir müssen eine starke Antikriegsbewegung aufbauen, um den Weg in die Katastrophe zu stoppen. Unsere Stimmen dürfen nicht durch Angst und Propaganda zum Schweigen gebracht werden. Die Heuchelei der Bundesregierung ist erschütternd. Während sie gegen friedliche linke Gruppen wie die IUSSC vorgeht, verschließt sie die Augen vor der Bedrohung aus der Mitte. Pseudolinke Gruppen agieren straffrei, verbreiten Hass und stiften zu Gewalt an. Diese Doppelmoral offenbart das wahre Wesen der Prioritäten des deutschen Staates. Es geht nicht darum, die Demokratie zu schützen oder Extremismus zu bekämpfen, sondern darum, die Opposition gegen seine Kriegsagenda zum Schweigen zu bringen. Die ökofaschistische Pseudolinke stellt eine Gefahr für Demokratie und Meinungsfreiheit dar. Ihrer Ideologie des Hasses und der Intoleranz muss man sich entgegenstellen und sie besiegen. Das Versäumnis der Bundesregierung, diese Bedrohung zu bekämpfen, ist ein Verrat an ihrer Verantwortung, ihre Bürger zu schützen. Wir stehen am Scheideweg. Die Zukunft der Demokratie steht auf dem Spiel. Der Angriff der Bundesregierung auf demokratische Rechte ist eine Warnung an uns alle. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen jetzt mobilisieren, um unsere Freiheiten zu verteidigen. Schweigen ist Mittäterschaft. Wir können nicht tatenlos zusehen, wie unsere Rechte ausgehöhlt werden. Wir müssen unsere Stimme erheben und das offizielle Narrativ in Frage stellen. Der Kampf für Demokratie ist ein globaler Kampf. Wir müssen mit allen solidarisch sein, die für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen. Alle Opposition, ob von rechter oder linker Ideologie, muss endlich über ihren Schatten springen, um gemeinsam sowohl sozialistische als auch nationalistische Interessen zu verteidigen.
Das Vorgehen gegen Dissens in Deutschland ist Teil eines globalen Trends. Regierungen weltweit nutzen nationale Sicherheit und Extremismus, um Opposition zum Schweigen zu bringen und demokratische Rechte auszuhöhlen. Von den Vereinigten Staaten bis China, von Russland bis Indien sind autoritäre Maßnahmen auf dem Vormarsch. Der Raum für abweichende Meinungen schrumpft und Oppositionelle werden zum Schweigen gebracht. Dieser globale Angriff auf die Demokratie ist auf die sich verschärfende Krise des Kapitalismus zurückzuführen. Da die Ungleichheit steigt und sich die Krisen verschärfen, fühlt sich die herrschende Klasse durch abweichende Meinungen bedroht. Ihre Lösung besteht darin, die Opposition zum Schweigen zu bringen und ihre Machtposition zu festigen. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind immens. Aber wir dürfen nicht der Verzweiflung erliegen. Die Geschichte lehrt uns, dass sich der menschliche Geist auch in den dunkelsten Zeiten durchsetzen kann. Der Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit ist niemals einfach, aber er ist unerlässlich für eine bessere Welt. Wir müssen uns organisieren und Widerstand leisten und Bewegungen für sozialen Wandel aufbauen. Wir müssen Machtsysteme in Frage stellen, die Krieg, Ungleichheit und Unterdrückung aufrechterhalten. Die Macht des Volkes ist größer als jede Regierung oder jedes Unternehmen. Wenn wir solidarisch zusammenstehen, können wir gewaltige Hindernisse überwinden. Es ist Zeit zu handeln. Lasst uns zusammenstehen und unsere demokratischen Rechte verteidigen. Lasst uns eine Welt aufbauen, in der Frieden, Gerechtigkeit und Gleichheit herrschen. Wir müssen endlich Brücken bauen, unsere Differenzen diskutieren und unsere Gemeinsamkeiten gegen das herrschende System von CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne nutzen. Nur gemeinsam können wir stark sein gegen ein System, das seit 80 Jahren Vasall der USA ist. Gemeinsam können wir den Weltfrieden erhalten. Ich, Markus Pitsch, rufe auf. Linke und Rechte, vereinigt euch, denn die Spaltung ist ihr Ziel. Nur gemeinsam können wir das System stürzen. Nur gemeinsam sind wir stark. Nur gemeinsam können wir den Frieden bewahren. Im Laufe der Geschichte haben die bedeutendsten Veränderungen stets ihren Ursprung in der Einheit diverser Gruppen gefunden, die sich gegen einen gemeinsamen Gegner stellten. Heute stehen wir vor einer ähnlichen Herausforderung, in der Spaltung nicht nur eine Folge, sondern eine gezielte Strategie der Machthaber ist. Es ist an der Zeit, unsere Differenzen zu überwinden und uns auf das zu konzentrieren, was uns eint. Das Streben nach Gerechtigkeit, Gleichheit und Frieden kennt keine politischen Grenzen. Indem wir zusammenkommen, können wir Systeme der Unterdrückung demontieren und eine Zukunft gestalten, in der jede Stimme gehört und jedes Leben geschätzt wird. Die Kraft der Solidarität ist unermesslich. Wenn wir vereint stehen, werden wir zu einer unaufhaltsamen Macht, die selbst die größten Hindernisse überwinden kann. Lasst uns die Taktiken der Spaltung hinter uns lassen und die Stärke der Einheit annehmen. Gemeinsam können wir eine Welt schaffen, in der Frieden, Gerechtigkeit und Gleichheit nicht nur Ideale, sondern Realitäten sind. Verschränkt eure Hände, erhebt eure Stimmen und lasst uns Brücken statt Mauern bauen. Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Gemeinsam können wir Außergewöhnliches erreichen. Gemeinsam können wir den Weltfrieden bewahren. Und lass mal den Hagen Räther in seiner Bananenrepublik nochmal schön laufen. Nichts Schlimmes. Ist halt langweilig. Ist halt langweilig. Oder? Oder? Aber voll. Aber voll. Ist auch nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ist halt so. Ist halt so. Ich hätte ihm noch können vier Stunden zuhören. Nicht, wenn man sich kognitiv irgendwie zuballern lässt. Ist ja nicht besser. Ist nicht besser. Bloß, ja. Denkt. Denken, saufen ist die Lösung. Saufen, Kinder. Das ist Lebensqualität. Das ist doch Quatsch. Nüchtern ist die Realität nämlich für mich nicht mehr ertragbar. Es ist so absurd geworden.
Die Linken, die sich links schimpfen, vertreten Interessen der USA ausschließlich. Und die Rechten werden dafür beschimpft, dass sie deutsche Interessen vertreten. Aber die deutschen Interessen sind auch die Interessen der Linken. Ah. Niemand profitiert von einer unbegrenzten Zuwanderung ohne Richtlinien. Natürlich, ich bin dabei. Wir könnten alle ernähren. Wir können alle aufnehmen. Hilft das den Menschen in den Ländern, aus denen sie fliehen, irgendwas? Nein, wir sollten aufhören, diese Länder zu bombardieren. Wir als NATO-Land, als Mitglied der NATO. Wir sollten uns dagegen stellen, sollten sagen, NATO, nein, hör auf, diese Länder zu bombardieren. Hör auf, die Flüchtlinge zu uns zu schicken. Es hilft weder den Menschen dort noch den Menschen hier. Es ist doch ein gemeinsames linkes Ziel. Wir wollen doch, dass es allen gut geht. Die Rechten wollen, dass es uns gut geht und die Menschen dort bleiben. Und wir Linken, zu denen ich mich zähle, wollen, dass es uns gut geht und denen. Dann hören wir auf, die zu bombardieren, hören auf, deren korrupte Regierungen zu schmieren und Geld in deren korrupte Finanz, ja, Strukturen zu schmeißen. Und dann geht's allen gut. Dann überlassen wir denen ihre eigene Entwicklung. Wir zeigen denen, wie man Kakao Bohnen zu Schokolade verarbeitet und dann können sie das zu fairen Preisen auf den Markt werfen und dann gehen diese Drecksschweizer Schokolatiers den Bach runter, weil die Afrikaner können eine viel geilere Schokolade machen, die ich dann mit Genuss essen werde und dann bin ich bereit, den Preis zu zahlen, weil ich weiß, da kann der afrikanische Negerbauer seinem Negerkind einen Platz in der Schule anbieten und bezahlen. Und das ist dann auch gar nicht rassistisch auf einmal, dieses pseudolinke Thema von Indianer sagen, du darfst nicht mehr Neger sagen, du darfst nicht mehr Asiate sagen. Darf sich mal mehr Europäer sagen, darf nicht mehr Weißer sagen, darf nicht mehr Schwarzer sagen. Das geht mir alles so auf den Sack, Leute. Ich sag, was ich will. Und für mich gibt's zwei Geschlechter und vielleicht noch irgendwas dazwischen. Und das war's. Es gibt keine 562 Geschlechter. Und nein, ich habe den Fehler gemacht und habe mir die letzten Jahre sowohl die Linken als auch die Rechten als auch die Mitte angehört. Bin zu dem Ergebnis gekommen. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Wir wollen in Frieden leben. Wir wollen unsere Kinder in Frieden großziehen und in Frieden aufwachsen sehen und in Frieden leben sehen. Und diese pseudo-linke, pseudo-liberale Einheitspartei aus SPD, CDU, CSU, FDP und Grünen, die will das nicht. Die will ihre Macht mehren. Sie dient den amerikanischen Interessen. Und sie scheißt darauf, was wir wollen als linke Internationale oder als rechte Nationale. Sie scheißen drauf. Und deswegen sage ich euch eins. Wir sollten uns vereinigen.
gegen die Einheitspartei. Ich nehme alles zurück, was ich jemals Böses über die Pseudo-Linken und die Affen für D-Mark gesagt habe. Weil ich höre beiden Seiten zu und ich kann mein Weltbild erweitern, ich kann meine Meinung ändern und ich kann dazu stehen. Und ich hoffe so, dass wir uns endlich einigen und erkennen, wer wirklich gegen uns ist. Dass wir uns gegen diejenigen stellen, die gegen uns sind. Warte mal, ich mache mal hier auf mich auf groß. So schön bin ich nicht. Mit meiner Halbglatze und da hinten ein kreisrunder Haarausfall, das ist der Stress. Seit ich 16 bin, arbeite ich und bezahle Steuern. Und ihr f*** mich. Jeden Monat gebe ich mindestens 45% meines Lohns an diesen Staat. Und irgendwann f***en wir euch zurück. Und zwar gemeinsam. Lasst uns Brücken bauen. Wenn wir vereint stehen, werden wir zu einer unaufhaltsamen Macht, die selbst die größten Hindernisse überwinden kann. Lasst uns die Taktiken der Spaltung hinter uns lassen und die Stärke der Einheit annehmen. Gemeinsam können wir eine Welt schaffen, in der Frieden, Gerechtigkeit und Gleichheit nicht nur Ideale, sondern Realitäten sind. Verschränkt eure Hände, erhebt eure Stimmen und lasst uns Brücken statt Mauern bauen. Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Gemeinsam können wir Außergewöhnliches erreichen. Gemeinsam können wir den Weltfrieden bewahren. Die einzige Wahrheit, die ich kenne. Ich aus auf deine Flamme.